Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Hier wieder zurück in den Wald Flotsam. Und es ist Mitternacht. Und wir gehen auf Jagd. Nach einem Troll. Nach einem Bergtroll, um genau zu sein. Und natürlich nach Neckern, wie ihr sehen könnt. Nach Neckarnester. Und diese Aufträge habe ich von der Auftragsplattform, kann man sagen, neben der Taverne bekommen. Heiliger Bimbam, und der Wald ist so still. Ich will nicht wissen, was hier noch so alles rumrennt. Wir gehen am besten mal hier oben entlang und da kann ich mal einmal kurz die Quest-Map hier öffnen, was ja natürlich super wichtig ist. Probleme mit dem Troll. Bei ihrer Arbeit richten sich Hexer nach einem Kodex, der in klaren Worten darlegt, was ihnen gestattet ist und was nicht. Geralt behauptet, diesen Kodex selbst aufgesetzt zu haben, um unerwünschte Aufträge ablehnen zu können. Schwer Vollsterber natürlich, dass sie je solche Abgefeimtheit an den Tag gelegt haben sollte. Wie auch immer, Geralt erfuhr, dass Loredo einen Preis auf den Kopf eines Trolls auf dem Unland gesetzt hatte. Trolle sind intelligente Wesen, daher verbietet der Kodex ihre Tötung. Doch der Hexer war neugierig und zog los. Was ist das bitte für ein Text, Mann? So heißt der Auftrag übrigens. Und normalerweise lese ich das ja nicht so gerne vor, aber das mache ich aus dem Grunde, weil ich das, ehrlich gesagt, zu Quest irgendwie passend finde. Das Game dauert natürlich mega lange und da sollte man natürlich nicht so viel vorlesen, weil ich finde, dass das auch ein bisschen von der Atmosphäre ein bisschen zerstört. Und wir werden definitiv Richtung Troll gehen. Der soll sich irgendwo sogar hier oben befinden. An der Brücke wurde gesagt. Geh zum Lager des Trolls. Oder ist er da hinten? Könnte ja auch da hinten sein. Oh, Backe, der ist sogar da hinten. Entschuldigung. Wir gehen ganz falsch. Es tut mir furchtbar leid. Ja, wie dem auch sei, solche Quests, solche Aufträge hatten wir eigentlich sonst immer von Rittersporn oder so bekommen. Denn der, wisst ihr ja, das ist ja auch eine Art Professor. Und ich denke mal, viele von euch wissen vielleicht, wer Rittersporn ist. Oder auch vielleicht einige, die wissen das auch nicht. Falls nicht, kann ich euch mal kurz sagen, das ist ein Poet. Einer der besten Freunde von Geralt von Riva, dem Hexer, den wir hier spielen. In der schönen Haut vom Wolf. Und er ist natürlich auch eine Art Frauenschwaben. Die Leute sind natürlich hinter ihm her und wollen alles Mögliche machen. Jetzt sind wir da. Beschädigte Brücke. Jetzt wird ernst. Shit! Was sind das denn? Shit! Was machen das wie hier? Ach du Scheiße. Wo ist denn der Troll? Ach du meine Güte. Da braucht jemand Hilfe. Ich bin zu alt für sowas. Okay. Danke, Herr. Ich werde irre. Der verdammte Wald ist schon voller Gesindel. Und jetzt flippt auch noch dieser Drecksack aus. Wer? Der Troll. Soll die Brücke instand halten und das Pack fernhalten. Nimmt seit Jahren Maut dafür. Wo ist denn das Problem? Die Kaufleute im Hafen haben mich geschickt, um zu sehen, ob der Weg passierbar ist. Es gibt keinen anderen. Tja, und die Brücke ist eine Ruine. Und da streckt doch dieser freche Kerl die Hand aus und will Schnaps für einen Durchlass. Für diesen Trümmerhaufen, frag ich ihn, da haut der mir einen aufs Maul. Die Sterne habe ich flimmern sehen. Loredo hat einen Preis auf seinen Kopf ausgesetzt. Dieser Schwanz würde uns am liebsten ganz von der Außenwelt abschneiden. Wir brauchen die Brücke. Und zwar in gutem Zustand. Und den Troll brauchen wir auch. Nüchtern. Wenn du dir was verdienen willst, dann töte nicht den Troll, sondern geh zu unserem Vogt. Der erklärt dir alles. Probleme mit dem Troll. Sprich mit Shorab über den Troll oder geh zu dem Monster. Jetzt können wir natürlich wieder auswählen, welchen Einfluss wir auf die Geschichte haben, was ich auch eigentlich ziemlich praktisch finde, dass ich nicht so gebunden bin an etwas. Und wo ist der Troll? Wo ist der Troll? Vielleicht unterhalb, kann das sein? Kann ich hier nicht irgendwie runter? Doch, ich kann runter. Sehr gut. Mal schauen, ob wir ihn treffen. Vielleicht kennt er uns auch. Die Legende lebt ja in einigen NPCs hier oder in einigen... Gibt nicht! Was gibt es nicht? Übergang! Gibt nicht!
Nur mit Schnaps. Ach du Scheiße. Ich werde doch nicht für den Übergang über eine kaputte Brücke bezahlen. Warum sollte ich dir was bezahlen? Brücke mein! Das ist eine Ruine, keine Brücke. Du bekommst nichts. Aber du, auf die Nase! Ach du Scheiße! Jetzt geht's auf die Nase! Heiliger Bimbam, okay. Ach du Scheiße! Nächster Troll! Du bringst uns nicht um. Dann wollen wir den mal umbringen, den fetten Troll. Boah, ist ja Hammer. Genug, nicht schlagen, Troll brav. Zu spät, können wir natürlich auch sagen. Das ist ja hammergeil hier, oder? Komm, wir bringen den um. Ich will's, muss es tun. Ich muss es tun. Du wirst gleich noch viel braver werden. Mr. Nice Guy. Alter Walter. Stirb! Nixer, und jetzt verbrenne. Hol dir bei Ludwig Meers deinen Lohn ab. Das war also der Troll. Hammer, oder? Und weg ist er. Trollzunge, Trollhaut, alles Mögliche. Ich will gar nicht wissen, wie viel das an Belohnung gibt. Kommt davon. Ganz einfach. Wir hätten den natürlich auch am Leben lassen können, aber sowas hat natürlich nichts Besseres verdient. Denn wir sind ja ein professioneller Ungeheuertöter. Und wohin führt jetzt dieser Fluss lang? Komisch. Schauen wir mal kurz auf die Map hier. Oh, Backe. Tief in die Wälder, wo bestimmt auch die Skoyatell sind. Ich will gar nicht wissen, wohin der Weg führt. Ich werde aber auch nicht weitergehen. Ich werde mal schauen jetzt hier. Ach du Scheiße. Raben. Tote Gegend, definitiv. Denn wenn das hier so aktiv wäre, würde das hier nicht so aussehen. Ach du Scheiße. Wald bei Flotsam. Und wir haben einen neuen Tagebucheintrag, den ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt lesen möchte, weil ich zugeben muss... Ach du Scheiße! Was ist denn hier los? Hier waren ja überall Fallen. Hier sind überall Fallen auf dem Boden, Freunde. Irgendjemand greift uns an. Wir sind nicht alleine. Einmal kurz natürlich hier schauen, wir haben hier gerade eine Lederhose gefunden. Okay, die Lederhose hat Rüstung plus 1. Ja, die ist natürlich besser als unsere Hose des Magiers. Und was haben wir noch? Eine Trophäe. Schaden plus 9. Können wir auch noch nehmen. Die Trophäe gibt also extra Schaden. Wie geil ist das denn bitte? Das ist ja mal richtig praktisch. Na, sehr schön. Okay. Wir haben eine neue Hose. Und jetzt machen wir natürlich weiter und gehen unsere Belohnung abholen. Aber hier ist es auf jeden Fall nicht sicher. Deswegen werde ich auf jeden Fall mal hier lang gehen. Über die sicheren Wege am besten. Irgendjemand ist hinter uns. Vielleicht. Was ist das? Ach du Scheiße. Okay, komm, ich warte. Verbrenne in der Hölle. Zack. Das war's. Einmal natürlich kurz warten, bis wir transferieren können. Ach du Scheiße. Da kommen ja noch mehr. Ach du Scheiße. Ich verblute. Gott. Was für Verbluten. Ich vergifte mich sogar wegen denen. Witz, shit, wieder. Ja, Feuer ist auf jeden Fall gegen die effektiv. Ich hoffe, das war's jetzt. Ja, und das werde ich definitiv auch alles verkaufen. Aber schaut euch mal an, wie die sich zusammenziehen. Das ist ja richtig eklig. Ludwig Meers, deinen Lohn. Hol ihn dir. Komm, wir müssen durch. Wir müssen jetzt ignorieren. Tut mir furchtbar leid. Und ich frage mich,
Ach du Scheiße, hier war eine Falle auf dem Boden. Na, ganz toll. Was ist denn da hinter mir jetzt? Nichts, okay. Ich wollte schon sagen, habe ich was verpasst? Oh shit. Wieder so ein Viech. Komm, EP kriegen wir trotzdem für die. Das war's jetzt, oder? Wo lang gehe ich denn jetzt gerade, bitte? Ach du Scheiße. Oh, Backe, diese Viecher sind echt nervig. Noch einer. Kannst mich mal. Drecksviech. Heiliger Bimbam. So, kommt da noch ein Viech? Ich glaube nicht. Okay, schnell jetzt erstmal hier durch die Tür. Nach Flotsam rein, da wo es natürlich sicher ist. Und ich hoffe, unser Ludwig schläft nicht. Hey. Was ist denn nur mit meinem Medaillon? Oh oh, hier ist was. Faul. Und zwar gewaltig. Gehen wir mal am besten jetzt erstmal unsere Belohnung abholen. Die ja auch natürlich lukrativ jetzt war. Das ist schnelles Geld, würde ich mal behaupten. Und wo ist er? Ich glaube, er ist hier in seinem Häuschen. Ludwig Mers, wo steckst du? Vielleicht schläft er ja auch, kann ja auch sein. Ah, was ist das? Schlüssel erforderlich. Heiliger Bimbam. Oh. Ich glaube, er schläft. Ich glaube, er schläft. Erstmal kurz alles transferieren. Gut, dass es hier nicht so etwas wie Diebstahl gibt. Weil sonst wäre ich schon direkt der größte Dieb hier ever. Hier ist auch noch was. Dankeschön. So, da ist Ludwig. Ich habe den Troll getötet. Ich habe den Troll getötet. Das wird dem Kommandanten gefallen. Da hast du deinen Lohn. Nicht gerade ein Vermögen. Du hast einen schlecht bezahlten Beruf gewählt, Hexer. Na gut, 125 Orens geht eigentlich, übertreiben wir es nicht. Ist natürlich wenig, ist ja auch so Hungerlohn, damit kann ich mir nicht mal die Miete bezahlen. Aber hey, wir haben einen Troll getötet. Trolle kenne ich eher aus Spielen vielleicht wie Skyrim oder Herr der Ringe, aber nicht hier. Und jetzt geht es wohl runter. Komm, wir besuchen mal kurz noch das Puff oder den Puff. Ach, und die betrinken sich ja hier immer noch. Was geht denn bei denen ab? Komm, wir fragen mal nach. Wie es ihr so geht. Wie lebt es sich mit den Soldaten Roches? Toll. Ich kenne so ziemlich alle Fäkalwitze der Welt und weiß nun, dass man den offiziellen Titel des Kaisers rülpsen kann, ohne vorher Bier getrunken zu haben. Außerdem weiß ich, dass der Kurze 16 Kinder hat. Und alle tragen die Namen temerischer Divisionen. Sein Spitzname rührt übrigens nicht von seinem Geschlechtsteil her. Aber nett, dass du dich um mich sorgst. Deine Stimmung scheint ja prima zu sein. Ich mag sie irgendwie. Es sind gute Menschen. Einer hat mir sogar einen Antrag gemacht. Wer ist der Wagemutige? Das behalte ich für mich. Ich dachte, dass Roches Jungs wenigstens ein klein wenig Respekt vor mir hätten. Hahaha. Das wär's ja noch, ne? Meine Erinnerung kommt wieder. Und ihr wisst ja vielleicht, dass der Hexer Geralt seine Erinnerung verloren hat. Durch einen Kampf, kann man sagen. Der schwer verwickelt war und er hat natürlich ganz krasse Erinnerungen. Und das auch in Bezug zu seinen Fähigkeiten. Doch dazu jetzt mehr. Das Pogrom in Riva. Ich weiß wieder alles. Der Pöbel, abgeschlachtete Anderlinge. Ein Junge mit einer Mistgabe. An was erinnerst du dich noch? An den Tod. Oder einen ähnlichen Zustand. Ich weiß nicht genau. Ich spürte, wie mein Leben entweicht. Ach, ich war dort. Nur einen Augenblick danach. Zu spät. Ach, das sind nur Erinnerungen. Wir haben jetzt ganz andere Sorgen. Ist erst mein Gedächtnis zurück, finde ich Antworten auf viele Fragen, die die Gegenwart betreffen. Das spüre ich.
Oh, das glaube ich. Das ist unglaublich. Diese Erinnerung, das geht mir ehrlich gesagt sogar durch die Haut. Weil ich eigentlich auch weiß, wie der erste Teil wirklich so war. Das ist unglaublich, ehrlich. Hammerhart. Und was macht Rittersporn? Ich sehe, dass dich etwas quält. Ja, vielleicht ist er verliebt. Könnte ja auch sein. Ich kenne dich. Du willst sicher reden. Worum geht's? Erzähl doch, wie das mit Volltest war. Na toll. Jemand will mich reinlegen, wäre natürlich besser. Willst du die Version hören, die es noch nicht bis nach Flotsam geschafft hat? Der König starb unter geheimnisvollen Umständen. An seinem Leichnam stand der Hexer Geralt mit einem blutbefleckten Schwert in der Hand. Hast du ihn umgebracht? Was immer du sagst, es bleibt unter uns. Der Mörder floh, bevor ich ihn erwischen konnte. Jemand hat mich reingelegt. Was hast du jetzt vor? Blindlings um dich schlagen und hoffen, dass es mal den Schuldigen trifft? Das muss ich gar nicht. Der Mörder ist hier, bei den Scoia'tael. Er weiß, dass ich hier bin. Wir werden uns schon finden. Geralt, ich flehe dich an, mach nichts Unüberlegtes. Wenn Loredo Wind davon bekommt, dass man dich verdächtigt. Ja, und ich weiß ja nicht, ob ihr das vielleicht wisst, dass der Rittersporn eines unserer besten Freunde ist. Der hat ja uns eigentlich auch schon bei The Witcher 1 uns vor vielen wichtigen Entscheidungen auf jeden Fall sehr gut geholfen und uns sogar das Leben gerettet, um das genau zu sagen. Gerade auch in so bestimmten brenzlichen Situationen der beste Freund, einfach nur der Hammer. Und gerade auch in so Liebesbeziehungen, das ist der Hammer. Der Typ ist einfach nur klasse und ich finde diese charakterliche Darstellung einfach nur empfehlenswert und definitiv auch mal anzuspielen, das nochmal aus meiner Seite. Meine Erinnerungen kehren zurück. Mir blitzen manche Erinnerungen auf, Rittersporn. Woran erinnerst du dich denn? An meinen Tod. Den habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie ich schon mehrfach erwähnte. Yennefer opferte sich, um dich zu retten. Ich meinte die Zeit danach. Wie ist es möglich, dass du jetzt lebendig hier bist? Ich kann dich hören und sehen. Du atmest. Meine Güte, du bist am Leben. Meine Erinnerungen kehren langsam zurück, Rittersporn. Ich weiß noch längst nicht alles. Unglaublich. Ja, und wir könnten natürlich so spiontechnische Fragen an ihn stellen. Was genau die Lage ist? Was pfeifen die Spatzen so von den Dächern? Und was singen die Poeten? Edirne hat ein Problem. Henselt steht mit einer Riesenarmee am Ponta. Ein Angriff steht kurz bevor. Der letzte Krieg ist lange her. Er liebt es, mit Zinnsoldaten zu spielen, wie alle kleinen Jungen. Aber Catwin wird sich schwer tun. Die Grenze bewacht schließlich Saskia, die Drachentöterin. Was ist das für eine? Eine Söldnerin? Eine Bäuerin, selbsternannte Generälin einer Art Freiwilligenarmee Edirns. Die Frauen greifen zu den Schwertern, die Barden kümmern sich um Politik. Was für Zeiten. Ja, das würde ich auch mal sagen. Das ist unglaublich, was hier abläuft. Weißt du inzwischen was über die Anschläge? Ich brauche Informationen, die mich auf die Spur des Königsmörders bringen. Ich kenne nur die Gerüchte, die seit Demavens Tod im Umlauf sind. Die Leute verdächtigen jeden, ob Elf, Nilfgaarder oder Riva. Lass mich raten. Auch serikanische Alchemisten und Halblinge sind in die Sache verwickelt. Bekommt man auch zu hören. Aber der Pöbel geht noch weiter. Weißt du was? Das Furchtbarste an den Anschlägen ist das Durcheinander in den Köpfen der Menschen. Was meinst du damit? Das Chaos. Die Leute wissen nicht, was sie denken sollen. Wer gut ist, wer schlecht. Wer weiß, was als nächstes kommt. Und das ist auch eigentlich eine politische Situation, auch heutzutage, dass man nicht mehr unterscheiden kann, wer jetzt falsch ist, wer jetzt richtig ist. In einem Land natürlich, wo viel Rassismus herrscht und natürlich viele zu Unrecht behandelt werden. Denn das soll das natürlich auch ein bisschen repräsentieren hier in dem Spiel. Die politische Lage. Es geht also nicht nur um Hexer Geralt von Riva, sondern natürlich auch hier ein bisschen um politische Dinge, die ich ja auch schon oft erwähnt hatte. Und jetzt, was steht in deinem Bericht für Roche? Du hast Vernon einen Bericht über Flotsam geliefert. Was ist dir Ungewöhnliches aufgefallen? Im Freudenhaus haben sie wunderbare Mädchen. Eine hat sogar... Du weißt, was ich meine. Ein Ort wie jeder andere. Hafen, Wirtshaus, eine stinkende Flusskloake. Aber wir Poeten schauen auch in die menschliche Seele. Und da sieht es nicht gut aus. Ich war Zeuge eines Diebstahls, begangen von Wachen, den Hütern des Gesetzes.
Sie stahlen Waren und verhöhnten die Opfer lautstark. Ein andermal haben Straßenräuber eine Elfin geschlagen, ohne dass jemand eingriff. Ich weiß, so ist es überall, aber hier geht es nicht mehr nur um Hass. Die Leute werden getrieben von kalkulierter Gier. Sie suchen nach einem Vorwand, um sich zu bereichern. Ach du Scheiße. Unglaublich, also die Story gefällt mir so sehr und ich finde, das hat auch etwas im echten Leben damit zu tun, wenn man in einer Stadt oder in einem Dorf lebt, wo eben keine Demokratie wirklich herrscht, sondern dass die Starken über die Schwachen regieren und die Schwachen eigentlich nichts mehr zu sagen haben, wo Vertrauen einfach verloren ist. Und das widerspiegelt hier wieder Flotsam und das finde ich einfach nur so geil mit diesen Menschen, die eigentlich auch alle eigentlich eine Seele haben. Wir sehen uns bei einer nächsten Folge und ich hoffe, es wird weiterhin so interessant, wie es bisher jetzt ist. Oh, Backe, ich finde es einfach nur mega gut. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle wieder und bis dann. Wir sehen uns nächstes Mal in der Taverne. Seht mal, Zeichen, oh Wunder!